Zur ersten Beratung des Gesetzentwurfs spricht jetzt der Kollege Alexander Hoffmann für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Statistiken weisen manchmal schwere Zahlen auf. Wenn wir in unser Land schauen, dann zeigen Statistiken, dass wir ca. 3.000 fremdverursachte Todesfälle im Straßenverkehr im Jahr haben, ca. 1.500 Todesfälle aufgrund ärztlicher Behandlungsfehler, ca. 500 Menschen fallen in unserem Land jedes Jahr Mord bzw. Totschlag zum Opfer und dazu kommen ca. 1.000 weitere haftungsauslösende Todesfälle aufgrund anderer Ursachen. Statistik bedeutet auch, dass hinter jedem dieser Fälle ca. 4 Hinterbliebene stehen. Und wenn wir dann über Schmerzensgeld für Angehörige reden, dann lässt sich schnell hochrechnen, dass wir über ca. 24.000 Haftungsfälle im Jahr reden. Und spannend ist dann die Antwort, die der Rechtsstaat auf all diese Fragen gibt. Es gibt zwei Stränge, den strafrechtlichen und den zivilrechtlichen. Ich will sagen, auf der strafrechtlichen Seite ist das, was der Rechtsstaat in unserem Land zu sagen hat, schon sehr komplett. Es kommt zur Strafe, es kommt zur Geldstrafe, es geht um Schuld, Sühne, auch um Vergeltung. Der Strafanspruch, den der Staat verwirklicht, der zeigt, dass der Staat letztendlich das Rechtsgut schützen will. Und der Staat will auch eine Botschaft für Hinterbliebene übermitteln, nämlich der Täter steht außerhalb der Rechtslage, oder der Hinterbliebene ist nicht allein und der Staat steht ihnen bei. Wenn man nun auf die zivilrechtliche Seite blickt, dann muss man feststellen, dass das ein ganzes Stück weniger komplett ist. Natürlich gibt es Ersatz für materielle Schäden, aber gerade für Angehörige, wo es um Schmerzensgeld geht, gibt es das eigentlich nur, der Kollege Fechner hat es angedeutet, im Bereich der Schockschäden. Und ein Schock ist eben nicht jedes Leid, jeder Schmerz, jede Trauer, die ein Mensch erfährt, in dem Moment, wo er die Information bekommt, dass ein naher Angehöriger ums Leben gekommen ist, sondern es ist erforderlich eine traumatische Auswirkung von einigem Gewicht. Und mehr gibt es bislang auf der zivilrechtlichen Seite für die Hinterbliebenen dem Grunde nach nicht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass der bayerische Justizminister Winfried Bausbach das sehr früh in Worte gefasst hat und das so beschrieben hat. Stellen Sie sich vor, Eltern verlieren ihr Kind auf dem Schulweg, es ist mit dem Fahrrad unterwegs und der Rechtsstaat gibt als Antwort letztlich nur, wir geben Ersatz für das Fahrrad, aber eben kein Schmerzensgeld für den Verlust des Kindes. Und das war ein wesentlicher Beweggrund, warum es der CSU so wichtig war, dieses Vorhaben in den Koalitionsvertrag hinein zu verhandeln. Und nachdem dann aus dem Bundesjustizministerium bedauerlicherweise lange wenig kam, gab es auch aus Bayern einen Gesetzentwurf Anfang 2015. Und deshalb sage ich, es ist heute ein guter Tag, wenn wir diesen Entwurf, der uns heute vorliegt, endlich ins gesetzgeberische Verfahren eingeben können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir sind uns sehr wohl darüber im Klaren, dass Geld den Schmerz, das Leid nicht aufwiegen kann. Aber Geld kann ein Stück zumindest Genugtuung sein. Und auch dieser Geldbetrag gibt am Schluss ein Zeichen, nämlich der Staat lässt Hinterbliebene nicht allein. Aber ich möchte an dieser Stelle noch auf einen zweiten Punkt zu sprechen kommen, der mir durchaus wichtig erscheint und der mir kürzlich aufgekommen ist, als ich einen Beitrag gelesen habe über die Aufarbeitung der Germanwings-Katastrophe. Ich persönlich glaube, ein Rechtsstaat ist auch dafür verantwortlich, welche juristischen Diskussionen bei der Aufarbeitung juristischer Fragen im Land geführt werden. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass diese Diskussionen nachvollziehbar sind. In diesem Beitrag ging es darum, dass heute Hinterbliebene dieses Absturzes Diskussionen führen mit der Fluglinie und auch mit Versicherungen. Und da geht es um die Frage, wie lange haben die Passagiere gelebt?
Was haben Sie noch wahrgenommen? Haben Sie gemerkt, dass es jetzt unwiederbringlich dem Ende entgegengeht? Was hat das für Sie medizinisch, gesundheitlich bedeutet? Oder sind Sie gleich verstorben? Und deswegen glaube ich, dass auch der Staat dort in dem Moment seiner Verantwortung gerecht wird, wo er sagt, diese Diskussion ist für niemanden mehr nachvollziehbar. Und deshalb ist das heute ein so wichtiger Schritt. Ich begrüße es auch außerordentlich, dass wir hier nicht mit Pauschalsätzen um uns werfen. Natürlich wäre es ein leichtes gewesen, gleich eine Größenordnung festzusetzen und zu sagen, ab der Größenordnung muss ab jetzt zugesprochen werden. Zum einen deshalb, weil wir bislang immer die Höhe des Schadensersatzes ins Ermessen des Gerichts gestellt haben. Und da zeigt die Rechtsprechung, dass es dort in guten Händen ist. Um da noch mal die Statistik zu bemühen, der durchschnittliche Wert in Fällen dieser Art beträgt in den letzten Jahren ungefähr 10.000 Euro. Und damit stimmt das, was der Kollege Hoppenstedt vorhin gesagt hat, natürlich deutlich weniger als in den USA. Allerdings will ich auch sagen, dass wir nüchtern konstatieren müssen, am Ende macht es unter Umständen keinen Unterschied, ob 10.000 oder 50.000, weil den tatsächlichen Ausgleich wird es nicht geben. Es kommt aber noch zu einem anderen Punkt, der mir ganz wichtig ist. Wir haben mittlerweile, wenn man ins Versicherungsrecht guckt und in die Rechtsprechung guckt, ein sehr ausgewogenes und austaxiertes System, was die Bewertung der Schadenshöhen angeht. Das wissen Sie, da gibt es ganze Tabellen, was der Verlust ganzer Gliedmaßen heute im Versicherungsrecht wert ist. Das mag an mancher Stelle skurril erscheinen, aber es gibt am Schluss ein Gefüge, das in einem gesunden Verhältnis zueinander steht. Und letztendlich auch ein Gefüge, und das sollten wir nicht vergessen, das in der Versicherungswirtschaft abgebildet werden muss. Und wenn wir jetzt heute uns dazu entscheiden, höher einzusteigen, worüber man ja unter Umständen reden kann, wird das am Ende des Tages dazu führen, dass wir in allen anderen Bereichen auch nachlegen müssen. Das letztendlich wird wieder dazu führen, dass die Schadenshöhen steigen und auch die Haftungsrisiken steigen, was am Schluss letztendlich mit einem Steigen der Versicherungsrisiken einhergeht und am Schluss eines Tages wieder bei den Prämien ankommen wird. Und deswegen finde ich es gut, dass wir bei diesem Entwurf mit sehr viel Augenmaß vorgehen. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Verfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit